Buddy Schatz. Alles Gute. Mann wie ein Pferd. Ein Mann wie ein Pferd. Guck. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ramses der Dicke, eine neue Folge. Adi und der Adventskalender. Es ist schon wieder so die Hölle. Du stehst auf. Janses Seite tut weh. Das zieht so. Es ist so schlimm. Das heißt, erstmal ein Bier trinken. Deswegen werden wir wieder mal Adi sein Türchen aufmachen. Von Tag zu Tag kann ich schlechter reden. Heute ist Nummer 10 dran. Wir werden hier oben mal gucken, wo die Nummer 10 ist. Die ist hier oben in der Ecke. Guck, Adi, das ist die Ecke. Ein Tütchen Trockenes. Eine Bistro gefällig. So, da wurde einmal reingenascht. Das heißt, wir können das jetzt hier aufmachen. Schauen mal, ich kenne die Unterschiede jetzt eh nicht. Solange es frisst, ist immer gut. Das sieht sehr gut aus. Die Katze ist zufrieden, wie immer. Oh, was ist jetzt? Was ist da? Da ist es in die falsche Kehle gekommen. Den Rest legt man mal hier rein. Schauen mal nach dem zweiten für den Adi, bevor wir zu unserem Bier kommen. Ich denke mal, weil die letzten zwei Türchen sowieso jetzt Spielzeug war, dass es heute wieder was zu naschen gibt. Auch in der 10 natürlich, die befindet sich heute hier unten. Mach mal hier auf. Genau, das sehen wir auch schon. Das nächste Tütchen. Und in diesem Tütchen befindet sich, das sieht ja auch immer gleich aus, hier steht jetzt Weißfisch und Kartoffel, Ergänzungsfuttermittel für Katzen, mindestens haltbar bis 9,23. Die Tütchen sehen ja immer schön aus hier mit diesem Aufkleber drauf auf dem Tütchen, wo so rundrum lauter Gefaxe ist. Adi, hast du Bock auf Tütchen? Wie sieht's aus mit uns? Weißfisch und Kartoffel. Die Katzen essen besser wie die Menschen, sagen sie immer. Ja, an solchen Titeln könnte man denken, da ist was dran. Ich glaube, Adi mag keine Kartoffeln. Kartoffeln. Ich tue es dir mal hier rein. Ich glaube, das liegt am Weißfisch. Das hat eine sehr penetrante Note gehabt gerade. Hat sehr stark und sehr kräftig gerochen. Er riecht dran, aber das war's. Guck, da ist nochmal Weißfisch. Oh, jetzt wäre er fast runtergefallen. Der Weißfisch, das vor allem Fisch schon wieder. Im ersten Kalender damals beim Adi gab es Tütchen, da waren kleine Fischchen drin, also in Form von Fischchen. Da ist er auch nicht ran. Das habe ich die ganze Zeit erzählt. Keiner hat es mir geglaubt. Das ist ein anderer, aber hier ist auch wieder was mit Fisch drin und schon rennt er weg. Das mag der gar nicht. Jetzt kommen wir zum Bier-Adventskalender. Ich hoffe, der betäubt ein bisschen die Schmerzen. Original Kalea können wir mal hier oben reinstechen, hier oben mal aufmachen. Und hier kommt uns ein Haar entgegen. Und wieder eine dicke Flasche, die aneckt und gar nicht so gut rausgeht. Gucken wir erstmal hier oben. Da steht ein Haar. Das ist ein Helikopter, ein Hubschrauber-Landeplatz. Und vorne habt ihr natürlich wieder Hoppebräu. Handgemachtes Bier seit 2010. Weißbier. Sieht schon wieder aus wie eine Flasche Wein, aber nicht wie eine Flasche Bier. Und hinten drauf steht auch nicht wirklich was. Hoppebräu, handgemachtes Bier seit 2010. Weißbier, Weizenbier, 033, 5,5% voll. P12 und Zutaten. Mindestens haltbar bis 18.07.23. Wir hatten letztes Jahr im Kalender auch so eine, die hatte aber hier ein grünes Etikett. Also da war eine grüne Waldlandschaft sozusagen, nur ohne Bäume. Hier ist es jetzt halt einfach blau oder lila, blau-lila, irgendwas dazwischen. Ist an sich ein edles, schlichtes Etikett. Für mich aber trotzdem ziemlich unspektakulär. Ich würde also für dieses Hoppebräu-Weißbier 2 von 5 geben. 2 von 5 Punkte für das Etikett. Kommen wir zur Farbe.
Und dem Schaum muss ich wieder aufpassen. Das sieht gut aus. Das lassen wir so. Das füllen wir hier ein. Ich versuche natürlich wieder, dass die ganze Flasche in das Glas passt. So. Auch wenn wir da immer Abstriche beim Schaum machen müssen. Ach Mann, jetzt fehlt wieder ein ganz kleiner Schluck und hier oben ist es wieder zu viel und fängt an runterzulaufen. Das ist schade, das muss nicht sein. Aber er kommt zur Farbe. Es ist komplett trüb, es sieht wirklich total verunreinigt aus, du kannst kein Stück durchschauen. Es perlt wie verrückt, es perlt viel zu sehr, es perlt so sehr, dass der Schaum oben sich schon wieder neu gebildet hat. Guckt, gleich fällt alles runter. Es ist hell, für mich aber zu hell. Es ist trüb, für mich zu trüb. Ihr wisst, ich mag es schön kräftig und klar. Das heißt, es bekommt bei Farbe hier 1 von 5 Punkten. Mehr ist da leider nicht drin. Wir kommen zum Geruch. Riecht ein bisschen säuerlich. Gleichzeitig aber auch süß. Süß-sauer, wie beim Chinamann. Das finde ich sehr genial. Die Klingel ignorieren wir jetzt. Wir sind hier am Arbeiten. Süß-säuerlich. Hat auf jeden Fall einen interessanten Geruch. Ich sage nicht, dass das unappetitlich riecht. Das riecht eher interessant. Kriegt von mir 4 von 5 Beigeruch. Die Schaumkrone hat sich schon wieder neu gebildet. Wir werden ihn noch einmal wegziehen und dann den Geschmack probieren. Also 4 von 5 bei Geruch. Und jetzt mal eine Kostprobe vom Geschmack. Ist auf jeden Fall, man merkt, dass es ein Weizen ist. Man merkt, dass es ein Weißbier-Weizen ist. Man merkt diesen typischen, wie ich immer finde, es schmeckt wie Bananenweizen, ohne dass Banane drin ist. Ist ein angenehmer Geschmack, könnte ich mehr von trinken. Gibt vielleicht Leute, die sagen, ah, Weizen, können sie gar nichts mit anfangen. Ich finde es gut, jedes Mal, wenn wir das testen, wenn wir das trinken, wenn wir irgendwo was haben und dann, ah, dann merkst du, das ist Weizen, genau, oder das ist Weißbier. Schmeckt mir sehr, sehr gut. Müsste ich eigentlich sogar eine 5 geben, weil es ein richtig gut vertrauter Geschmack ist. Aber wir bleiben trotzdem mal bei 4 von 5. Weil, ja, es ist halt so speziell. Es ist halt so speziell. Es ist so speziell, das wird sicherlich nicht jedem. Munden, wer nichts mit Weißbier anzufangen weiß, der würde auch sagen, das geht in eine ganz komische Richtung. Das ist so eine spezielle Richtung, die ist nicht für die Allgemeinheit. Ich müsste eigentlich nur für mich bewerten. Ich sage, mir schmeckt es richtig gut, deswegen hat er ja auch 4 Punkte. Aber irgendwie fehlt mir noch was, wo ich richtig wow sage oder überzeugt bin. Weil das ist so ein gewöhnlicher Geschmack, der für mich an sich jetzt nichts Besonderes ist. Ich brauche aber irgendeinen besonderen Geschmack, ein besonderes Feeling für die 5. Das schmeckt gut. Das kennt man so aber, das ist so ungefähr standardmäßig für Weißbier, was wir immer auch sonst machen. Ich glaube, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses und wir trinken jetzt den Schluck hier noch weg, beziehungsweise müssen den Rest, der hier drin ist, ja noch einschenken. So, da war nämlich noch ein kleiner Schwätzel übrig. So, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.